Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, in diesem Video gibt es noch mal ein kleines Bus-Simulator-Let's Play im neuen Jahr 2022. Leute, und jetzt wollte ich gerade schon 2021 sagen. Aber das Jahr ist zum Glück jetzt vorbei. Ja, auf jeden Fall. So, Musik mache ich mal auf 10. Ja, oder so ungefähr. Sound auch so. So, ich denke, jetzt dürftet ihr mich oder müsstet ihr mich wieder verstehen können. Also, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2022. Das ist mein erstes Let's Play in diesem Jahr. Und, ja. Mit welchem Bus wollen wir denn fahren? Ach, wisst ihr was, Leute? Ich fahre mal mit einem Taxi diesmal. Also, ja, um halt mal ein bisschen Abwechslung hier in die Sache zu bringen. Ich fahre jetzt mal mit einem Taxi. Und zwar in... Oh, hier beim Training Yard. Ah, nee, nee, nee. Das ist eigentlich nichts, weil ich... Ja, nee. Ich fahre in Südamerika, das ist besser. Route 8. Ja, Route 8. Am Tag. Regen deaktiviert. So. Ja, Leute, jetzt ist ein neues Jahr angekommen und ja, 2021 war für mich wirklich ein Scheißjahr, also ein schlechtes Jahr, Entschuldigung. Ja, und jetzt ist aber zum Glück 2022 da und in diesem Jahr wird alles besser. Also ich werde mich auf jeden Fall anstrengen, dass es jetzt wieder glatt läuft in diesem Jahr. So. Ja, und mit einem Taxi zu fahren, hier bei Public Transport Simulator, das ist schon ein kleiner Unterschied, weil eigentlich fährt man ja hier nur mit einem Bus. Ja, und wie ihr sehen könnt, hier ist jetzt zum Beispiel eine Bushaltestelle, aber ich stehe jetzt mit einem Auto an der Bushaltestelle. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt, Leute, aber ja gut, man kann es ja mal machen. So, dann kann ich jetzt hier links abbiegen. Boah, oh, da war jemand, den ich hätte mitnehmen sollen. Jetzt muss ich nochmal zurückfahren. Ach nee, kommt, ich... Man kann ja hier gut wenden. Ach, ich will den ersten Gang reinmachen. So, man kann ja hier mit einem Taxi gut wenden eigentlich. Ich denke, ja, wen von euch zwei soll ich denn jetzt mitnehmen? Ich würde sagen, der, wo hier rechts wartet, wo das Gelbe ist. Oh, und jetzt ist auf der... Ja, gut. Komisch, Leute. Ich nehme jetzt erstmal den hier mit und als nächstes dann den anderen. Ja, aber da seht ihr, ja, es ist auf jeden Fall ein Unterschied, weil man hält jetzt hier nicht mehr an den Bushaltestellen an, sondern einfach mitten auf der Straße, um jemanden mitzunehmen oder abzuladen. Ist auf jeden Fall ein kleiner Unterschied vorhanden. Okay, hier möchte der wieder abgeladen werden. Der Fahrgast. Okay. So, ich fahre jetzt hier mal geradeaus hier den Berg hoch. Und jetzt geht's bergab. Ich kann auch hier die Motorbremse, glaube ich, nutzen. Dann bremst das Fahrzeug ab, oder? Ja, 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 das funktioniert sogar sehr gut bei dem Taxi auch. Also einfach den Gang runterschalten und schon bremst die Karre ab. Und es funktioniert sogar echt gut bei dem Taxi. Bei den Bussen funktioniert es zwar noch ein bisschen zuverlässiger, ja, weil die ja extra sowas haben zum verschleißfreien Bremsen, sagt man dazu. Aber bei dem Taxi hier, also bei dem Auto, funktioniert es auch ganz gut. Ja.
Ah, da. Och Mann, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Diese Haltestellen, wo die Leute aufs Taxi warten, die sind. Oh, scheiße. Die sind so unzuverlässig, so unübersichtlich. Unzuverlässig. Ja, gut, die Fahrgäste vielleicht, aber. Hier, Leute. Das hat gerade eben, als ich hier in die andere Richtung vorbeigefahren bin, noch nicht geblinkt. Und es hat erst jetzt angefangen zu blinken, als ich dran vorbeigefahren bin. Hallo, ich möchte die Tür aufmachen. Wieso geht die Tür nicht auf? Muss nochmal ein bisschen zurückfahren. Nochmal ein bisschen so. Hä? Möchte der jetzt doch nicht mitfahren oder was? Ja, toll, jetzt habe ich mir den ganzen Aufwand auch noch umsonst gemacht. Oh, Mann, ey. Glaubst es, ey. So, müssen wir hier rechts abbiegen. Und diesmal achte ich ein bisschen drauf, dass ich hier keine Fahrgäste übersehe. Also. Ich glaube, ich fahre in Zukunft doch lieber mit einem Bus in dem Spiel anstatt mit einem Auto, also ja, mit einem Taxi. Busfahren, das macht erstens mehr Spaß und zweitens macht man da weniger Fehler. Oh, scheiße, jetzt bin ich über Rot gefahren. Na gut, ich habe ja keine Fahrgäste gehabt gerade. Also kein Taxifahrgast. Boah, bremst doch nicht einfach so ohne Grund ab, ey. Boah, scheiße, ich komme ins Schwanken. Boah, Leute, habt ihr das gerade gesehen? Ich bin ins Schwanken gekommen. Und zwar ganz schön. So, jetzt überhole ich den hier mal ganz frech mit ganz hoher Geschwindigkeit. Oh, schon wieder über Rot gefahren. Boah. Oh mein Gott. Stecke ich jetzt fest oder was? Leute. Stecke ich jetzt fest? Das könnt ihr mir jetzt nicht sagen. Leute, ich steck fest. Ich stecke einfach hier fest. Guckt euch das mal an. Vorwärts kann ich nicht fahren. Rückwärts kann ich nicht fahren. Komm schon, du wirst doch wohl hier rauskommen. Okay, da kenne ich einen Trick. Erster Gang rein, Gas geben und Handbremse lösen. Ja, funktioniert irgendwie nicht. Nochmal Gas geben, Handbremse anziehen, Handbremse lösen. Ja, komm schon, das schaffst du. Ja. Okay, ich hab's geschafft. Jetzt wieder erster Gang rein und Vollgas. Komm, das. Oh nee, oh Mann. Okay, oh, ich hab mich schon wieder festgefahren. Okay, Rückwärtsgang, Vollgas und jawohl. Hast es geschafft. Und diesmal, jetzt fahre ich anders hier raus. So, brauche jetzt erstmal ein bisschen Geschwindigkeit. So. Jetzt und jetzt. Oh, nee. Leute, oh, nein, 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 nein. Ich möchte darüber. Oh. Kommt, Leute, einen Fahrgast nehme ich noch ohne Unfall. Wo kommt der denn jetzt her? Kann der nicht mal warten, bis ich hier durchgefahren bin? Jetzt muss ich noch aufpassen, dass ich mich hier wieder nicht im Graben festfahre. So. Jetzt muss ich hier wieder wenden, toll.
Leute, das hat jetzt lange gedauert, bis ich hier endlich mal richtig zu diesem Fahrgast hinkomme und den mitnehmen kann. Leute, das hat jetzt lange gedauert. Das war ein Akt. Grad. Mein Gott, jetzt aber. So, diesen Fahrgast bringen wir jetzt noch zum Ziel. Also, ja, zum nächsten. Oh Mann, ich fahre doch im ersten Gang an. Okay, gut. Erster Gang, Gas geben, hochschalten. Mein Gott, das ist auch bei dem Auto so blöd, die Gangschaltung. Wenn man da mal zu schnell in den hohen Gang schaltet, dann kommt man nicht mehr vom Fleck, weil der Gang zu hoch ist. Oh, und ich soll hier anhalten. Okay. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich höre jetzt auf mit Taxifahren, weil, nee, das ist einfach, das ist nichts für mich. Autofahren grundsätzlich ist nichts für mich. Busfahren ist besser. Ja, Leute, damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Heute ist ja der 1.1.2022. Ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr, wie gesagt, einen schönen Abend. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut und ciao.